fahren mal etwas auf. Also wie gesagt, der Sicherheitsabstand ist keine 10 Meter. Wir werden das Fahrzeug an der Speicherstelle aus dem fließenden Verkehr herausnehmen. Dazu schalte ich jetzt die Heckkamera. Das Fahrzeug ist jetzt hinter mir. Also eine Wegzeitmessung. Das heißt, es wird hinterhergefahren in einen gleichbleibenden Abstand zum Vordermann. Und dann wird eine Messung ausgelöst. Und der Computer in diesem Provida-Fahrzeug errechnet dann aus der Wegzeitstrecke die Durchschnittsgeschwindigkeit. Beim Abstand erfolgt nur eine Videobandaufzeichnung. Und beziehungsweise dann ist es so, dass man anhand der Linien, also der aufgebrachten Fahrbahnmarkierungen, erkennen kann, ob der Abstand eingehalten wird oder nicht. Beziehungsweise die Leitpfosten befinden sich dann immer in Abstand von 50 Metern. Es wird sehr oft der Abstand nicht eingehalten, das heißt, die Abstandsverstöße sind ja auch teilweise Hauptunfallursache in unserem Bereich der Autobahnpolizei Weißenfels. Und deswegen sind wir ja auch unterwegs, um da auch etwas dagegen zu tun, um die Unfallhäufigkeit zu senken. Unter 50 Meter haben, also bei sowas wie sich hinten grundsätzlich, egal wie sozusagen. Bei so hinten ranfahren sozusagen im Windschatten und dann rüber.